Wir wollen mal ein paar quadratische Gleichungen lösen. Was ich heute mache, ist, dass ich noch mal ganz kurz zeige, wie ist die grundsätzliche Herangehensweise. Die werden komischerweise erstmal so aussehen, dass sie immer 0 ergeben und dann machen wir sie so, dass sie 0 ergeben danach, nach unseren Schritten und so weiter. Also an solche Gleichungen lösen, wagen wir uns jetzt mal ran. Vorschlag, was machen wir hier in diesem Fall? In dem ersten Fall x Quadrat plus 13x ist 0. Ich zeig's mal. Ausklammern. Denn plötzlich lässt sich ganz leicht die Lösung ablesen. X klammere ich aus beiden Seiten aus. X mal x plus 13 ist gleich 0. Na, und die kann man ganz leicht lösen, ne? Jetzt geht es so, dass ich sage x01. Kann man schon erahnen, ist 0. Und hier müsste man ganz konkret sagen, x plus 13 ist gleich 0, minus 13 und dann ist x02 schon minus 13. Jetzt sieht man es auch, dass es selbst bei dieser einfachen Sache mit Umstellen auch das Ergebnis ergibt. Ich habe also zwei Lösungen. Macht mal die rechte. 8x soll 0 sein. Ich kann durch 8 teilen, dann steht wirklich mein x01 alleine und das bleibt 0. Gut. Das andere, da verzichte ich jetzt mal auf einen langen Lösungsweg, da sage ich einfach x02 ist minus 8. Denn dann steht hier in der Klammer insgesamt eine 0 und dann kann hier vorne stehen, was will. Irgendwas mal 0 bleibt trotzdem 0, ne? Wenn ich jetzt mal nicht so viel ausklammere, ich mache das mal. Ich sage mal, ich klammer mal nur aus das x. Dann habe ich hier noch 8x in der Klammer und hier drin habe ich noch 64. Dann sehe ich, x01 ist 0. Jetzt kann ich das schwer doppelt unterstreichen, doch. Und hier muss ich sagen, 8x plus 64 ist 0 und muss das auch umstellen. 8x plus 64 und ich komme dann trotzdem auf minus 8. Also das geht dann. Soll ich das extra zeigen jetzt? Ne, das wäre die übliche, ganz leichte Aufgabe. Minus 64 steht dann auf der rechten Seite und dann nochmal durch 8 geteilt. Dann kommt x02 auch so raus. Also hier hat man ein bisschen die Wahl, was leichter ist. Das geht dann schon. Gucken wir uns die nächste Aufgabe an. Ihr löst die mal. Hier, das sind die nächsten beiden Aufgaben. Ihr macht das mal ganz schnell und dann hören wir uns gleich wieder. Zu Hause wieder Pause drücken, diesen Weg der Erkenntnis nachvollziehen. Mal ganz schnell die Auflösung. Hier habe ich ausgeklammert, was machbar ist, nämlich eine 5x kann ich ausklammern und sehe ganz schnell die Lösung. Selbst wenn ich nur x ausklammere, müsste ich das nochmal umstellen, aber selbst hier ist es schon fast im Kopf zu lösen. Auch bei der rechten, da gibt es jetzt bloß ein x auszuklammern und dann sieht man es schnell. Die nächste Aufgabe für zu Hause: Pause drücken und lösen und dann hinterher sehen wir uns wieder. Die Gleichung, so wie sie vorhin da stand, die forme ich um und sage plus 64. Warum? Dann habe ich eine quadratische Gleichung, die 0 ergibt, die lässt sich leicht lösen. Durch diesen Schritt plus 64 komme ich drauf, dass ich mittels BIFO, binomischer Formel, 9x minus 8 in Klammern zum Quadrat daraus machen kann. Ich habe das nochmal blau unterstrichen. Ich kann komplett den ganzen Ausdruck einklammern. Bin ich froh und sage, okay, dann muss ich dafür sorgen, dass 9x minus 8 0 ergeben. Da kriege ich raus, x ist 8 Neuntel. Aber wir wissen, das sind zwei Lösungen. Da muss man sich über diesen Term hier klar sein, dass der eigentlich heißt 9x minus 8 mal und jeweils eingeklammert 9x minus 8. Und das soll 0 sein. Und jetzt sehe ich, hier habe ich eine Lösung, die heißt x01 ist gleich 8 Neuntel. Und hier habe ich eine zweite Lösung, die ist aber gleich. Das ist nicht schlimm. Zwei Lösungen sind da, bloß dass sie in diesem Fall auf den gleichen Wert rauskommen. Das passiert durchaus. Wir kommen dann später darauf, warum. Nochmal schnell zu der hier. Was machen wir hier? Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir irgendwie versuchen können, eine binomische Formel anzuwenden und dass sich irgendwie eine Null ergibt. Also hier brauchen wir irgendwie einen schlauen Schritt bei der. Mal sehen, was wir da für einen schlauen Schritt finden. Rein rechnerisch, wir probieren einfach mal aus und sagen, los hier, rüber mit dem Zeug, plus 4,24 und ich kann dann hinschreiben 4x² plus 7,2x und 1 plus das ist plus 5,24 ist gleich 0. Ja, und jetzt hätten wir vielleicht eine Chance. Mal sehen, wie sich das ergibt. Macht mal weiter. Gut, wenn wir das jetzt so hingeschrieben haben und probieren das einzuklammern mittels binomischer Formel, dann habe ich hier ein kleines Problemchen, denn 1,8 mal 1,8 ist was anderes als 5,24. Ist das so richtig? Müssen wir uns nochmal angucken.
So, jetzt haben wir das mal probiert. Jetzt haben wir gesagt, wenn ich auf beiden Seiten, also entweder ich ergänze quadratisch und sage 3,24 plus 3,24 muss da noch dazwischen und minus 3,24, dann kann ich auch die 3,24 hier auf die rechte Seite schreiben. 0 plus diesen Ausdruck. Ja, jetzt steht aber hier, das wäre eingeklammert, jetzt steht diese blöde 5,24 noch hier. Ist gleich 3,24. Furchtbar. Wenn wir die jetzt noch, diese 3,24 hier rechts nochmal abziehen, minus 3,24, dann steht hier bloß noch plus 2. Und das ist eine Sache, jetzt sind wir ein bisschen angeschmiert. Jetzt ist hier 0, aber hier kommen wir nicht weiter. Hier gibt es ein kleines Problem. Und wenn man hier versucht ranzukommen, da brauchen wir dann einen anderen Weg. Keine Bange, sowas Schlimmes kommt nicht. Aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, so weiterzukommen. Mal sehen, dann können wir aber diese Aufgabe auf jeden Fall hinkriegen. Irgendwie muss es ja gehen. Kurz, erstmal versuchen, die Nullgleichung hinzukriegen. Also ist gleich 0, das machen wir durch plus 34, dann sieht es so aus. Und das ganze Ding können wir komplett wieder mittels binomischer Formel einklammern. Und jetzt wissen wir, es gibt zwei Lösungen. Die eine sieht man so und die andere sieht man auch so. Und jetzt ein Novum. Jetzt könnte man sagen, x01 ist minus 7 und x02 ist auch minus 7. Und wenn die gleich sind, die beiden, minus 7. Und wenn diese beiden 7en, also wenn beide Lösungen gleich sind, darf man auch schreiben x01,2. Gilt also für beide, ne? Ist minus 7. Das wäre dann so die profihafte Lösung, x01,2 zu schreiben, gilt also für beide Lösungen. Das war nämlich das Endezeichen für dieses Video.